Gebäude müssen wieder länger leben, ist für Investoren auch bereit, diesen Weg mit der Planung, mit den Architekten, mit der Industrie zu gehen. Denn umso länger ein Gebäude genutzt wird, umso ökonomischer ist es schon allein mit dem Verbrauch der Ressource. Das Material, die Energie, die wir verbrauchen, den Betrieb, den anfallenden Rückbau, Müll, Entsorgung, Kosten. Das sind alles Dinge, mit denen man sich heute, glaube ich, sehr gut auseinandersetzen kann, um die Voraussetzungen für ein intelligent konstruiertes Gebäude, das natürlich schon auch eine gewisse Technik heute braucht. Aber die Frage ist, mit welcher Technologie wird es ausgestattet und wie schaut es heute aus? Das, alle diese Dinge, diese Fragen, die uns brennen, dürft ihr nachher gerne auch gleich im Chat stellen. Wir werden da auch auf jede Frage eingehen. Nachher mit den Kollegen, ich stelle sie ganz kurz vor, jeder wird wahrscheinlich selber zu sich was sagen. Wir schalten dann gleich zum Herrn Oppenheimer. Ralf Oppenheimer ist Architekt und macht die Architektenberatung bei SolarLux, einer von vier Kollegen. Dann haben wir den Professor Thomas Auer, der am Lehrstuhl für Gebäudetechnologie an der TU in München lehrt, aber auch schon lange Mitglied und Partner im Team von Transolar Energietechnik ist. Da gibt es eine kleine Anekdote. Ich habe mal den Matthias Schuler kennengelernt bei Kaufmann Teilig. Das ist schon 20 Jahre her. Da kam er noch mit seinem Feuerwehrauto im Sommer mit seinen Sandalen, kurze Hose, Netz-T-Shirt und hatte damals mit den Architekten über ein Energiekonzept für ein Bürogebäude gesprochen. Diesen Eindruck habe ich nie mehr vergessen und verfolge eigentlich Transolar und alle Projekte, die sie machen, mit sehr großer Spannung und auch immer tolle Impulse, die man da bekommt. Und auch mit der Technologie, wie sie arbeiten. Und der dritte im Bunde, Timo Ebert, Architekt von Green Architekten aus Bochum, der auch mit in der Runde ist und wird uns nachher auch kurz was zu sich, zu seiner Person sagen und zur Runde. Ich schalte nun jetzt nach Melle und klinke mich dann nachher wieder ein für das Thema Fragen und Antworten. Ihr müsstet jetzt eure Mikros anschalten. Herr Obermann, ich gebe das Wort an Sie weiter. Vielen Dank und wir sehen uns nachher wieder. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken. Mein Name ist Ralf Oppenheimer, bin in der Architektenberatung bei SolarLux seit circa 20 Jahren tätig und bin, wie gesagt, international tätig, von den USA über Indien bis zum Mittleren Osten. Und wir sind mit dem Thema Low-Tech, High-Tech natürlich sehr stark befasst. Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen. Hier aus Melle, leider noch kein Schnee. Bei uns ist es recht trübe heute. Trotzdem hoffe ich, dass es für Sie ein interessantes Webinar wird und gebe weiter an Herrn Auer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die netten einleitenden Worte. Ich möchte auch gar nicht allzu viel Zeit mit der Vorstellung verbinden und tue mal gleich meinen Bildschirm teilen. Ja, nur so viel. Also wie schon ange oder schon vorgestellt, ist mein Name Thomas Auer. Ich bin an der TU München Professor seit 2014, stehe dem Lehrstuhl für klimagerechtes Bauen und Gebäudetechnologie vor, komme auch von Transolar, wo ich bis heute auch noch Partner bin. Und mit Timo Ebert verbindet mich, dass Timo Ebert Doktorand war von einem guten Freund, Uli Knaath, mit dem wir viel Austausch hatten und in der Zeit auch viel Austausch mit Timo Ebert hatten, sodass ich sehr froh bin, heute dieses Webinar mit Timo zusammen bestreiten zu dürfen. Es geht um diese Frage Low-Tech, High-Tech, ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt, seit Jahren oder eigentlich seit Dekaden Teil der Diskussion ist. Die Frage, die wir auch uns sehr wahnsinnig schwer tun zu beantworten, weil natürlich wissen wir um der Komplexität von technischen Systemen und der Probleme bei der Inbetriebnahme von Gebäuden und dem Performance Gap und alles, was dazugehört, Instandhaltung etc. von Gebäuden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir nicht mehr in Höhlen leben möchten. Das heißt, die Frage ist, wo ist so ein sinnvoller Einsatz von Technologie? Ich sage immer, ich brauche keinen Kühlschrank, der mir mein Bier bestellt.
Und ein Lichtschalter ist eigentlich irgendwas, was sehr gut funktioniert und was sich eigentlich ganz gut durchgesetzt hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Technologien und ich bin Ingenieur, ausgebildeter Ingenieur und liebe Technologie. Aber die Frage ist, wo können wir Technologie sinnvoll zum Wohle der Menschen einsetzen und nicht dem Menschen diktieren, wie er zu leben und zu arbeiten hat. Ganz grob dieses Bild übergeordnet steht natürlich das Ziel, dass wir den Gebäudesektor dekarbonisieren müssen. Das heißt, wir müssen die CO2-Emissionen signifikant reduzieren, eigentlich auf null bis 2050. Das ist die EU Carbon Roadmap, die das uns vorschreibt. Aber natürlich gibt es an der Stelle eine große Verantwortung und eine große Aufgabe. Also man kann durchaus an der Stelle auch von einer Herkulesaufgabe sprechen, die da auf uns zukommt. Das ist eine Aufgabe, die die gebaute Umwelt verändern wird, ganz bestimmt. Und die Frage ist, wie sie sich verändern wird. Und ich bin der Überzeugung, dass wir diese Veränderung gestalten sollten. Das ist meine tiefste Überzeugung, weswegen ich ganz froh bin, als Ingenieur an der Architekturfakultät lehren und forschen zu dürfen, zusammen mit Architekten forschen zu dürfen, zusammen mit den Menschen forschen zu dürfen, die die gebaute Umwelt formen und gestalten. Das sehen wir viel zu häufig als Antwort auf diese Frage, sind dann irgendwelche Gadgets auf ein Haus platziert, wo man nie die Frage nach dem Haus selber gestellt hat. Das ist ein Ansatz, der uns nicht wirklich weiterbringen wird. Gleichzeitig geht es nicht nur um Energie, sondern es geht auch vor allem um Aufenthaltsqualität. Ich zeige mal ganz gern dieses Bild, das wir aus dem Magazin entnommen haben, wo dran stand als Werbung: Welcome to the breathtaking Tokyo Water Park, where you can wash away the pressure and stress of the overcrowded city. Wir fanden das sehr, sehr lustig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, zeigt es so ein bisschen auch die Notwendigkeit von Aufenthaltsqualität. Wir müssen Räume schaffen, in denen Menschen sich wohlfühlen. Weil nur Menschen, wenn sich Menschen wohlfühlen, wird das Gebäude Bestand haben. Wir haben heute Morgen schon die These gehört, dass im Sinne der Nachhaltigkeit Gebäude auch wieder länger leben müssen. Das tun sie nur, wenn die Menschen sich wohlfühlen, wenn wir eine hohe Aufenthaltsqualität, eine hohe architektonische Qualität haben. Deswegen dürfen wir dieses Thema der Aufenthalts- und architektonischen Qualität nie trennen von der Frage des Ressourcenverbrauchs. Sie sind direkt miteinander verbunden und egal wie viel Energie die brauchen hier in diesem Waterpark, der Energieverbrauch pro Person ist vernachlässigbar. Gleichzeitig, selbst wenn wir ein Plus-Energie-Gebäude bauen, das niemand nutzt, ist es eine Verschwendung von Ressourcen. Kurz zum Thema Klimaengineering. Was heißt Klimaengineering? Das ist das, was wir bei Transolar machen, aber auch klimagerechtes Bauen, was wir an der Universität forschen dürfen. Und wie gesagt, ich bin sehr glücklich, hier beide Standbeine zu haben und fühle mich auch privilegiert, in beiden Bereichen noch tätig sein zu können. Wir waren, um das Thema Klimaengineering so ein bisschen zu verdeutlichen, wir waren im Jahre 2010 eingeladen, an der Architekturbiennale in Venedig eine Installation zu machen. Und die Leute gehen ja zu einer Biennale, um was zu sehen. Wir sprechen immer bei unseren Leistungen mehr von den unsichtbaren Qualitäten des Raumes. Aber wir hatten mal bei einer Messe in Frankfurt so eine Wolke in einem Innenraum gestaltet. Und dann kam die Idee, dass wir das auch wieder in Venedig machen, weil eine Wolke nichts anderes als Klimaengineering ist. Wir manipulieren und engineeren das Klima zu einem Grad, dass plötzlich die Wolke anfängt, sichtbar zu werden. Und eine Wolke wird dann sichtbar, wenn wir Wassertröpfchen in der Luft haben und wir kriegen nur Wassertröpfchen schwebend in der Luft, wenn wir eine Schicht haben mit gesättigter Luft, mit 100% Luftfeuchte. Und so eine warme, feuchte Schicht oder warme, ja, ist leichter als eine kühle, trockene Luftschicht. Das heißt, die warme, feuchte Luft steigt nach oben. Und um zu vermeiden, dass diese Schicht die Decke berührt, gibt es nochmal eine heiße, trockenere Schicht darüber. Es ist also nur ein Spiel mit Dichte, das Wichtige ist, wie man die Schichten stabil hinkriegt, damit sie wirklich auch ungestört so existieren können. So sah die Wolke dann aus. Tetsuo Kondo hat den Raum geplant und auch die Rampe, also ein Architekt aus Japan, mit dem die Besucher durch die Wolke durchlaufen konnten und auch die unterschiedlichen Temperaturen, feuchte Schichten erfahren konnten. Hier nochmal ein Blick von oben.
Also man sieht, in welchem Grade wir in der Lage sind, Klima wirklich in Aufenthaltsqualität zu manipulieren. Und natürlich machen wir in Gebäuden keine Wolken, versuchen wir eher zu vermeiden. Aber nichtsdestotrotz sieht man, wie stark wir manipulieren können, um wirklich am Ort, wo notwendig, wo Menschen sind, Komfort herzustellen und nicht ganze Volumen permanent zu konditionieren. An der Stelle würde ich jetzt mal die Präsentation an Timo Ebert übergeben. Dann gucke ich, ob das funktioniert. Dann übernehme ich mal gerne. Also mein Name ist Timo Ebert. Ich bin Architekt, bin Partner im Architekturbüro Green Architekten und Ingenieure in Bochum. Darf heute ein Projekt vorstellen, welches ich quasi in einer Zeit gemacht habe, als ich als Fassadenberater in den Niederlanden tätig war. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier funktioniert. Und zwar geht es um ein gemeinsames Projekt, bei dem ich die Firma Transolar mit Thomas Auer kennengelernt habe und was wir zusammen realisiert haben mit der Firma Solarlux, daher diese Verbindung. Und es ist tatsächlich das erste Gebäude, wo das Thema der adaptiven Gebäudehülle, der umschaltbaren Fassade, so rigoros durchgezogen worden ist. Ziel bei dieser ganzen Maßnahme war es, ein Bürogebäude zu schaffen, das ein Maximum an Komfort bietet, dabei aber gleichzeitig ein Minimum an Energiebedarf und vor allen Dingen ein Minimum an gebäudetechnischen Komponenten. Reingekommen bin ich in das Projekt damals als Fassadenberater. Im Laufe des Projektes ist der Umfang allerdings noch ein bisschen größer geworden. Das ist der Planungsstand, mit dem wir als Büro beauftragt worden sind, ein Fassadenkonzept zu entwickeln. Das ist ein Bürogebäude, ist ein multifunktionales Gebäude. Es hat 2 Etagen Büro. In diesem Bereich ist es 900 Quadratmeter auf 2 Ebenen. Unten drunter gibt es ein kleines Materiallager. Dazu gibt es eine große Ausstellungshalle mit Besprechungsräumen und Bistro. Ungefähr 2.500 oder 2.200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche haben wir hier. Ziel der Architekturplanung war es, eigentlich die Unternehmenskultur baulich zu repräsentieren, dabei möglichst angenehme Arbeitsplätze zu schaffen und einen guten Dialog mit der Umwelt in Leuten zu bieten. Und die Ursprungsaufgabe lautete, eine Fassade zu entwickeln, die die Produkte des Bauherrn in eine neue Anwendung, sprich in diesem Fall die Bürofassade, bringt. Spannend war an diesem Thema oder die besondere Herausforderung, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dazu kam, bereits ein Gebäudetechnikkonzept existierte. Und dieses Gebäudetechnikkonzept, muss ich mal einmal ganz kurz was schauen, Sekunde bitte. Dieses Gebäudetechnikkonzept sah vor, dass das Gebäude eine Vollklimatisierung erhält, eine zentrale Lüftungsanlage, eine Heizung über Radiatoren, eine Gastherme und ein Kältegerät, was auf dem Dach installiert war und über Deckensegel dann die Gebäude runterkühlen sollte. In dem Punkt dachten wir, wenn es jetzt aber der Bauherr ist, der Fenster verkaufen möchte, dann ist das nicht ganz das richtige Gebäudetechnikkonzept für diese Anwendung. Weil das halt nur mit geschlossenen Fenstern funktioniert hätte. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass sich der Bauherr darauf eingelassen hat, da nochmal in eine Diskussion zu gehen und auch das DGA-Konzept nochmal zu überdenken. Ja, angefangen haben wir die Fragestellung damit, was für eine Anforderung haben wir eigentlich an die Gebäudehülle? Im Winterfall ist klar, wollen wir das Gebäude möglichst gut gedämmt haben, keine Energie verlieren und möglichst alle Energie von draußen irgendwie reinkriegen. Im Sommer möchte man eigentlich eher ebenfalls eine super Dämmung haben, aber alle Energie von draußen lassen. Und Sommer des Nachts am liebsten eigentlich eine Fassade haben, die gar nicht da ist, sodass man alle aufgestaute Wärmeenergie möglichst nach außen abführen kann. Wie kann man das Ganze realisieren? Ein Konzept, was relativ häufig angewendet wird, ist eine Doppelfassade. Die funktioniert hervorragend für den Winterfall. Ich habe eine thermisch getrennte Hülle auf der Innenseite und drumherum einen Wintergarten. Die hat allerdings in dieser Ausführung, wie sie jetzt hier dargestellt und realisiert worden ist, ein großes Problem im Sommerfall. Denn da neigt es natürlich dazu, dass man zu viel Energie reinbekommt in den Fassadenzwischenraum und dann mit viel Gebäudetechnik eigentlich diese Wärmeenergie loswerden muss. Und an dem Punkt haben wir uns Gedanken gemacht, wie hat man das Ganze eigentlich früher geregelt?
Und das ist der Blick mal gut 100 Jahre zurück, die Doppelfassade 1900. Der große Unterschied hier ist, dass ich die Möglichkeiten habe, auch meine äußere Gebäudehülle unterschiedlich zu öffnen und zu schließen, je nachdem, was ich für Witterungssituationen habe. Ich habe den Sonnenschutz geschützt im Fassadenzwischenraum und kann, bevor es zu warm wird, der äußeren Ebene die Fassade öffnen. Muss man gar nicht bis an den Mittelmeerraum gehen. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Norddeutschen, das klassische Winterfenster. Im Winter habe ich beide Fensterflügel geschlossen und habe eine sehr gute Wärmedämmung. Und im Sommer stelle ich die beiden äußeren Flügel einfach permanent auf und habe dann damit die Wärmedämmung meiner Fassade reduziert und habe nicht die große Ansammlung von Wärme im Fensterbereich. Ja, mit diesem Gedanken sind wir eigentlich an dieses Bürobauprojekt rangegangen und haben gesagt, wir brauchen eigentlich das Winterfenster 2.0. Es gibt eine thermisch getrennte innere Fassadenebene und es gibt eine äußere, nicht thermisch getrennte Glasebene. Und der Clou ist, dass sich beide Ebenen unabhängig voneinander, unterschiedlich, je nach Witterung und Anforderungen öffnen und schließen lassen. So sieht das Ganze im Grundriss aus. Das ist eine klassische Büroetage, ein Open-Plan-Büro. In dem Bereich sieht man halt die innere Fassadenebene, die thermisch getrennt ist und geschlossen und geöffnet werden kann. Und umlaufend, auch über zwei Etagen durchgängig, eine Korridorfassade, die sich ebenfalls öffnen und schließen lassen kann. Das Ganze sieht gebaut dann so aus. Ganz charmant finde ich einen wirklich sehr, sehr hohen Grad an Transparenz in dieser Fassade. Und hier sieht man, wie die äußere Fassade geöffnet werden kann. Und dann haben wir einmal den Bauherrn als Maßstabsmännchen reingestellt. Und da sieht man jetzt auch, wie enorm hoch diese Fassade ist und diese Geschosshöhe ist. Der Hintergrund dabei ist, dass die Bauweise in den Niederlanden sehr viel mit Fertigteilen funktioniert. Und die Werkplanung der Fertigteilelemente war schon abgeschlossen. Und die basieren noch auf einem Haustechnikkonzept mit zentraler Lüftungsanlage und großen Abhangdecken. Da die nun alle rausgeflogen sind im Rahmen der Umplanung des Gebäudetechnikkonzeptes, haben wir jetzt eine Geschosshöhe, eine lichte Raumhöhe von 3,20 Meter in diesem Büro. Wie kriegt man jetzt die Luft durch das Gebäude transportiert? Das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Wir haben im Gebäude zwei Dachoberlichter, die oberhalb der Treppenhauskerne sitzen. Die sind so ausgerichtet, wie es in den Niederlanden ganz praktisch ist. Wir haben 80% des Jahres Wind aus einer Richtung. Das heißt, es gibt einen gewissen Dachüberstand, dass wir mit dem Venturi-Effekt noch einen gewissen Unterdruck bekommen. Und die einzigen automatisierten motorischen Elemente in der Lüftungstechnik in diesem Gebäude sind diese Oberlichtfenster. Die werden gesteuert über einen CO2- bzw. Temperatursensor. Und bei Bedarf fahren die automatisch auf. Und dadurch bekommt man im Gebäude einen leichten Unterdruck. Und wenn nun in der Fassade ein Fenster geöffnet wird, kann Zuluft von außen über den Bereich der Doppelfassade solar vorgewärmt ins Gebäude reinströmen. Und so sehen dann in diesem Fall die Lüftungskanäle aus. Schon ein gewisser Unterschied zu dem Ursprungskonzept gewesen. Das ist das Treppenhaus mit dem Abluftbereich und das sind die Zuluftkanäle. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn die Möglichkeiten, diese Gebäudehülle, die dieses Fassadenkonzept bietet, den Nutzern erläutern. Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Fassade zu gestalten und zu betreiben. Es geht los mit der Situation im Sommer hier oben, innere Fassade ist geschlossen. Die äußere Fassade ist geöffnet, ich habe eine klassische, einfache Fassade, ich habe einen auskragenden Balkon, der mir einen Sonnenschutz bietet, eine einfache Fassade. Bis hin zur Wintersituation hier unten, beide Fassadenebenen geschlossen, einen großen solarthermischen Kollektor, mit dem ich die Wärmeenergie reinbekomme. Und viele verschiedene Zwischensituationen. Das zum Beispiel wäre die Situation, wir arbeiten im Wintergarten. Das ist die Situation, man arbeitet auf dem Balkon, und verschiedene Zwischensituationen, wo teilweise geöffnet ist, je nachdem, wie die Temperaturen in dem Fassadenbereich und außen funktionieren. Ja, wie vermittelt man sowas einem Büronutzer? Es war, haben wir lange darüber diskutiert im Büro. Und letzten Endes war diese gesamte Mühe eigentlich vollkommen unnötig, weil es hat sich in der Praxis gezeigt, dass es vollkommen egal ist, was man den Leuten erklärt. Denn
Die Fassade funktioniert tatsächlich komplett selbsterklärend. Es geht nämlich genauso wie zu Hause. Wenn ich hier sitze und ich habe schlechte Luft in meinem Raum, dann öffne ich mein Fenster. Kommt von draußen kalte Luft rein. Mir wird zu kalt, mache ich das Fenster wieder zu. Klassisches Stoßlüften. Kommt die Luft von draußen rein, die mir zu warm ist, kann ich in diesem Fall halt hergehen und die äußere Fassade öffnen. Und so hat sich das Ganze innerhalb von wenigen Wochen wunderbar eingespielt in diesem Büro. Und die Leute bedienen diese Fassade ganz selbstverständlich wie ein Fenster zu Hause. Die große Frage ist jetzt nur, wie funktioniert denn sowas, so ein Fassadenkonzept mit so einem großen Luftwechsel mit dem Thema Heizen und Kühlen? Und das ist übrigens die Skizze, mit der Thomas Auer und ich relativ viel über dieses Projekt diskutiert haben und daraus quasi das Gebäudetechnikkonzept entwickelt worden ist. Der Grundansatz ist, dass man gucken muss, dass man möglichst wenig Konvektionswärme bekommt. Also es funktioniert natürlich nicht, wenn ich Hochtemperaturheizungen habe, die viel warme Luft produzieren, weil ich diese warme Luft natürlich dann sehr schnell abführen würde über die Lüftung. Deswegen basiert dieses Konzept komplett auf einem trägen System mit möglichst wenig Konvektion und einem großen Anteil von Strahlungswärme. Wie bei allen guten Gebäudetechnikkonzepten geht es auch hier darum, alle Quellen und Senken, die man im Gebäude hat, zu nutzen und miteinander zu kombinieren und zu vernetzen. Und wir halten jetzt in diesem Objekt einfach die Gebäudemasse konstant auf 21 Grad. Das Ganze machen wir über eine Betonkernaktivierung. Die Energieversorgung kommt über eine Geothermie. Es sind 24 Bohrfelder realisiert worden, in der Tiefe von 85 Metern. Und eine Wärmepumpe, mit der halt das Wasser entsprechend auf das richtige Temperaturniveau gebracht wird. Ich tauche da die Vokabel auf Heizungssteckdosen. Ich nenne das immer so die Gardena-Gartenschlauchkupplung. Für zusätzliche statische Heizflächen sind vorgesehen worden, weil natürlich die statische Energieberechnung ergeben hat, dass in den Gebäudeecken möglicherweise mehr Heizlast bräuchte als das, was man über die Betonkernaktivierung reinbringen kann. Sind allerdings niemals realisiert worden. Das heißt, bisher läuft das Gebäude sehr gut, auch ohne diese zusätzliche Heizung. Noch so ein Nebeneffekt über diese Betonkernaktivierung ist, dass der Fußboden selbst als thermischer Solarkollektor funktioniert. Gerade im Bereich der großen Ausstellungshalle, wo die Sonne auf dem Boden scheint, führe ich natürlich darüber auch meine Wärme aus dem Fußboden ab und kann damit auch das Erdreich reaktivieren. Und zur Unterstützung der Antriebsleistung gibt es in diesem Projekt eine Photovoltaikanlage. Nur eine kleine, die ist bisher nur realisiert worden auf den beiden Glasdächern bei den Treppenhäusern. Es wäre durchaus noch Potenzial dafür mehr. Und das einfach mal Blick, wie Betonkernaktivierung, wie Rollleitungen verlegt werden. Und spannend finde ich, dass das der gesamte Haustechnikraum ist. Diese graue Kiste ist die Wärmepumpe. Und diese weiße Kiste auf der linken Seite ist eine zusätzliche Gastherme, die eingebaut worden ist als Sicherheit. Die ist tatsächlich im ersten Winter, während quasi der Einzugs- und Einregelphase ist die ein paar Monate gelaufen. Und ansonsten läuft die tatsächlich im Bestand nur in extrem kalten Winterfällen. Der ganze Rest funktioniert hervorragend über die Wärmepumpe. Ja, mit so einem Haustechnikraum versorgt man jetzt also ein Büro- und Ausstellungsgebäude von 2200 Quadratmetern BGF. Jetzt wollen Sie sicherlich wissen, wie benimmt sich denn dieses Gebäude? Ist dieses Konzept dann auch irgendwie energieeffizient? Wir haben das erste Jahr den Energieverbrauch wochengenau gemonitort und waren also selbst tatsächlich positiv überrascht von dem Ergebnis, das dabei rausgekommen ist. Man hat jetzt hier die rote Linie, ist der Gesamtenergieverbrauch, die blaue Linie ist der solare Ertrag für die PV-Anlage und die grüne Linie ist quasi die Differenz dazu, der eigentliche Stromverbrauch aus der Steckdose. Das Gebäude an sich benötigt halt jetzt, ich habe das Ganze umgerechnet auf die AN-Energiebezugsfläche nach NF. Insgesamt ein Stromverbrauch von 32,5 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr. Leider ist der Verbrauchs- und Haushaltsstrom nicht separat gezählt worden. Also als ein Mittelwert abgezogen von 20 Kilowattstunden. Das heißt, für Heizen und Kühlen benötigt dieses Gebäude knappe 15 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr.
mit ein bisschen Gasanteil macht das zusammen 17, sagen wir knapp 18 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Energiebezugsfläche, die dieses Gebäude benötigt für Heizen und Kühlen. Wer sich mit den Anforderungen des Passivhausinstituts vertraut ist, dort ist eine Anforderung von Heizenergiebedarf von 15 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr definiert. Das heißt, dieses Gebäude benimmt sich tatsächlich oder nimmt sich als Energiebedarf vergleichbar wenig wie ein Passivhaus. Das Ganze allerdings dann kombiniert mit einer Fassade, die so ausschaut und einer solchen Optik. Und ja, welches Haus kann sich schon so verwandeln wie dieses hier? Und dann gehen die Fenster auch wieder zu. Und damit danke ich und gebe das Wort zurück an Thomas Auer. So, ja, vielen Dank, Timo. Was Timo gezeigt hat, ist dieses Thema der Adaptivität. Und wir haben gesehen, wie Adaptivität zu einer hohen auch Energieeffizienz insgesamt kommen kann. Wir haben gesehen, wie niedrig der Energieverbrauch ist in diesem Gebäude von Solarlux in Holland, trotzdem, dass es keine maschinelle Lüftung hat, trotzdem, dass es keine Klimatisierung hat und vor allem die maschinelle Lüftung die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung bietet. Das heißt, das natürlich gelüftete Gebäude hat keine Wärmerückgewinnung und macht es quasi wett über die Adaptivität, über die optimierte Nutzung von Solarenergie, über die optimierte Nutzung auch natürlicher Lüftung zur passiven Kühlung, zum Beispiel im Sommer zur Aktivierung der thermischen Masse, etc., etc. Und auch die Möglichkeit, in diesem windigen Teil von Hollands ein außenliegender Sonnenschutz in dem Fassadenkorridor zu haben, ermöglicht, dass man das Gebäude so energieeffizient betreibt. Das heißt, wir sehen, dass Adaptivität ein anderer Ansatz bietet, noch eine Alternative bietet, zum Beispiel zum Passivhaus, um zu einer hohen Energieeffizienz oder zu einem minimalen Energieverbrauch zu kommen. Die Frage ist, wie können wir Adaptivität noch herstellen? Ich will ganz kurz ein Projekt noch zeigen, das wir erst kürzlich fertiggestellt haben, vor etwa anderthalb, ja, jetzt bald zwei Jahren. Die Alnatura Arbeitswelt, die auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat, wo wir mit Haskuk-Zemmerich Architekten hier aus Stuttgart zusammenarbeiten durften. Der Ansatz besteht auch darin, ein Low-Tech-Gebäude zu bauen. Jetzt in dem Fall wollte der Bauherr alles über EG als einen Raum realisieren, einen Raum, in dem Alnatura Hauptzentrale 500 Mitarbeiter tagtäglich arbeiten in einer offenen Kultur. Im EG gibt es noch ein Restaurant, auch das für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ein veganes Restaurant und Konferenzbereiche, aber alles über Erdgeschoss sind Bürobereiche von Alnatura, die alle als ein Raum, wie gesagt, realisiert wurden. Aufgrund dieser Idee entstand dann diese Form, wo quasi wie so eine Scheune wurde das Gebäude entwickelt mit diesem Dachoberlicht, das nach Norden orientiert nochmal Licht in das Zentrum des Gebäudes bringt, wo ein Atrium ausgeschnitten ist, damit wir dieses Tageslicht auch über die Geschosse verteilen. Aber man sieht, dass das Gebäude eine gewisse Tiefe hat, eine Tiefe, die es uns nicht mehr erlaubt, rein über die Fenster natürlich zu lüften. Deswegen war der Hightech-Ansatz ein bisschen ergänzt worden. Noch. Wir sprechen immer davon, dass das Gebäude primär aus natürlichen Quellen mit passiven Systemen funktioniert und in Extremen nur ergänzt wird durch maschinelle Systeme. Das maschinelle System in dem Fall ist wie bei Solarlux auch hier ein geothermisches System mit Erdsonden unter dem Gebäude und der Wärmepumpe, und die Strahlungswärme wird in dem Fall in die Wand eingespeist. Es gibt eine Wandheiz- und Kühlsystem und zusätzlich gibt es aber eine unterstützende maschinelle Lüftung, aber die zentral über die Kerne eingebracht wird, nur für den inneren Bereich. Die äußeren fassadennahen Bereiche werden nach wie vor über die Fenster natürlich gelüftet. Es kam dann die Idee, eine Lehmwand einzusetzen, eine Stampflehmwand. Zum einen natürlich, weil es so ein bisschen auch die Firmenkultur von Alnatura repräsentiert. Zum anderen aber auch, weil
der Aufwand, graue Energie ein großes Thema war, Energie zum Erstellen, also die Ökobilanz zum Erstellen solch eines Gebäudes. Und dann zusätzlich auch das Thema im Raum stand der Feuchtekonditionierung. Darmstadt, wo das Gebäude steht, ist ein Bereich nahe des Rheingrabens, der im Sommer vor allem sehr feucht wird, im Winter, wenn es kühl ist, auch sehr trocken sein kann, die Außenluft, wenn sie erwärmt wird und ins Gebäude eingeleitet wird. Und dann ist Lehm nach wie vor ein Baustoff, der sehr effizient so eine feuchte Regulierung, so eine passive feuchte Regulierung vornimmt. Man sieht die Rohrschlangen, wie sie eingelegt sind zum Heizen und Kühlen. Martin Rauch mit seiner Firma Lehmton Erde aus vom Vorarlberg hat das Gebäude dann die Wand gebaut. Hier sieht man dann die Simulationen. Ich springe mal schnell drüber, wo wir den Nachweis erbracht haben, dass wir eine gute Tageslichtversorgung erreichen, dass wir einen guten thermischen Komfort in allen Bereichen erreichen können. Und das waren dann Messungen. Wir haben dann ein Jahr gemessen. Und ich will nur unterschiedlichste Parameter in dem Gebäude gemessen. Wir haben auch wieder mal gewisse Regelungsprobleme. Aber ich möchte oben rechts auf ein Diagramm eingehen, das nochmal die Feuchteregulierung zeigt, in dem Fall jetzt der absoluten Luftfeuchte oder des Wassergehalts der Luft in Gramm Wasser pro Kilogramm Luft, eine Größe, die man nicht so gewohnt ist, aber eigentlich die relevante Größe ist, an der wir uns richten sollten. Und man sieht dieses graue Band hier, der Komfortbereich, in dem wir die Luftfeuchte halten wollen, also den Wassergehalt der Luft ganzjährig halten wollen. Man sieht hier im Sommer, dass wir diese Peaks, wo es sehr schwül wird in Darmstadt, wo es sehr heiß und schwül wird, rot ist die Außenluftfeuchte, blau und grün sind zwei Sensoren der Innenluftfeuchte, wo wie die Wand quasi abschneidet, um dann solche hohe Raumluftfeuchten im Innenraum wegnimmt und die im Material kompensiert und absorbiert. Vor allem im Winter sehen wir das extrem, wo die Außenluft zu trocken wird, hier in diesem Bereich, wie dann die Wand wiederum oder die Bauteile und vor allem die Lehmwand dies ausgleicht und die Feuchte so weit anhebt, dass wir im Innenraum gute Raumluftfeuchte haben. Ein Thema, was jetzt auch vor allem durch Corona uns sehr bewusst wird, die Menschen werden im Winter sehr anfällig auf Infektionskrankheiten, wenn wir in zu trockenen Räumen sind. Leider Gottes ist es so, dass wir unsere Räume heutzutage so stark erwärmen auf 22, 24 Grad und dann auch ein Stück weit überlüften, sodass wir in unseren Räumen eine große Trockenheit haben und dadurch die Menschen sehr anfällig sind, weil die Schleimhäute austrocknen auf Infektionskrankheiten, auf die Ansteckung durch Infektionskrankheiten. Und die relative Feuchte sehr wichtig ist oder die Feuchtegehalt der Luft immer wichtiger wird. Hier sieht man nochmal den Herstellungsprozess. Martin Rauch hat dann in einer Lagerhalle neben dem Grundstück diese Fertigteile vorproduziert. Man sieht hier die mineralische Dämmung, die in die Wand eingearbeitet wurde als Formglas, sodass wir die NF erfüllen. Und dann gibt es hier diese Fertigteile, die luftgetrocknet wurden in dieser Halle und die dann quasi auf die Baustelle gebracht wurden mit einem Gabelstapler. Hier sieht man nochmal die Idee des offenen Hauses. Es gibt auch keine abgeschlossenen Besprechungsräume, nur diese Vorhänge, die dann die einzelnen Bereiche abtrennen. Alles in einem Haus. Das hat uns ermöglicht, wirklich auch auf eine horizontale Luftverteilung komplett zu verzichten. Und es gibt einfach nur diese Quellluft, die aus den Schächten zentral in das Gebäude gelangt. Hier sieht man nochmal die Lehmwand und ein Blick in das Atrium und aus dem Atrium raus in die Natur. Und hier nochmal ein Blick von außen auf das Gebäude. Was ich nochmal zurückkommen will, ist die Frage der Adaptivität. Das Solarlux-Gebäude ist, glaube ich, ein fantastisches Gebäude. Das zeigt, wie man mit unterschiedlichen Schichten eine Adaptivität herstellen kann. Ich glaube nicht, oder ich bin überzeugt davon, dass es kein guter Ansatz ist, wenn wir gläserne Gebäude bauen in einer Schicht, die nicht auf die unterschiedlichen Jahreszeiten, die nicht auf die unterschiedlichen Situationen im Winter, November, 5 Grad, regnerisch, bewölkt, fast kein Tageslicht oder dann im Sommer 35 Grad, direkte Besonnung, hohe Luftfeuchte und die ganzen Übergangszeiten, 15, 20 Grad, Sonne, keine Sonne, dass wir da nicht, oder sagen wir es mal andersrum, um eine gewisse Energieeffizienz darzustellen, muss ein Gebäude auf diese unterschiedlichen Zustände
Witterungszustände, aber auch Zustände im Innengebäude, die sich ändern können, reagieren können. Und da muss der Nutzer reagieren können. Und ich glaube, das gelingt uns dann, wenn wir über Schichten arbeiten und diese Schichten können sich einstellen oder können adaptieren. Da ist die Frage dann immer sofort, wer regelt, wie wird es geregelt? Und da fand ich dieser extreme Low-Tech-Ansatz von SolarLux extrem angenehm und sympathisch, dass der Nutzer eigentlich niemand besser weiß als der Nutzer, welche Zustände er haben will. Wir sehen immer, dass wenn wir Sonnenschutzsysteme, Fassadensysteme motorisch regeln, dass das System immer genau das macht, was der Nutzer in dem Moment nicht will. Da kriegen wir eine hohe Beschwerderate, die Systeme sind auch instabil, die gehen kaputt, man braucht eine Wartung und so weiter. Und da war dieser, sagen wir mal, human-controlled Ansatz von SolarLux extrem angenehm und hat zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Der andere Ansatz ist hier wie bei Alnatura, dass man sagt, ganz viel Material, man bringt eine ganz große Trägheit rein und die Wand, die jetzt hier über 70 Zentimeter Dicke hat, die wird wie schon fast zu einem saisonalen Speicher, wie in der Kirche und hält dadurch das Klima stabil. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, beide haben ihre Berechtigung und es ist auch wichtig in Architektur, dass wir nicht nur eine Lösung haben, um Probleme oder die Anforderungen unserer Zeit zu erfüllen, um dieses Thema des Gestaltens, sondern dass wir mehrere Lösungen anbieten und hier jetzt zwei Beispiele vorstellen, die wir auch jetzt zur Diskussion stellen für die nächste Viertelstunde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Aus meiner Sicht noch eine Anmerkung. Unser Architekt, der Wolfgang Herich, hat das Gebäude in Holland mal mit einem Segelboot verglichen. Segelboot im Gegensatz zu einem Motorboot, das durch Maschinen angetrieben wird. Das Segelboot nutzt die Ressourcen, die die Natur uns anbietet. Und zwar müssen wir darauf reagieren, indem wir agieren. Das hat, wie Herr Auer schon gesagt hat, in Holland sehr, sehr gut geklappt. Wir haben aktive Nutzer im Gegensatz zu passiven Nutzern in einem geschlossenen Gebäude. Jeder schafft sein Raumklima selber und dadurch wird das Wohlbefinden innerhalb der Räume, das Arbeitsklima sehr stark verbessert. Nebenbei bemerkt, sogar die Produktivität der Mitarbeiter ist dadurch gestiegen. Wie gesagt, wichtig ist das Wohlbefinden. Gerade an dem perfekten Sommertag haben Kollegen aus Holland mir berichtet, dass Vögel durchs Gebäude geflogen sind, weil es so offen war. Also da besteht schon eine sehr gute Verbindung zur Natur. In der aktuellen Situation haben natürlich diese riesigen Lüftungsquerschnitte auch ihre Funktion. Sowohl hier in Melle als auch in Holland haben wir sehr große Öffnungen in der Fassade. Querlüften bekommt da eine ganz andere Qualität. So viel von meiner Seite dazu. Also das Arbeiten in diesen Gebäuden ist ausgesprochen angenehm. Wir kommen jetzt zu den Fragen, die die Teilnehmer am Webinar stellen. Eine davon lese ich, die kann ich vielleicht gerade selbst beantworten. Wer schließt die Fassade abends, die äußere Gebäudehülle abends, wenn Feierabend ist? Das machen die Nutzer selber. Das funktioniert auch wunderbar nach dem Motto, der Letzte macht die Tür zu. Also die Nutzer schließen, wenn sie nach Hause gehen, die Fassadenelemente. Eine andere Frage lese ich, wie bekommen die Vorhänge den Stauballergikern? Dazu kann ich im Moment wenig Aussage machen. Sind es besondere Stoffe, die verwandt worden sind? Also vielleicht... Ja. Herbert, könnt ihr dazu sagen? Auch an der Stelle bin ich jetzt ehrlich gesagt selber überfragt, ob da besondere Stoffe verwandt worden sind. Was wir gemacht haben, wir haben mit EEE-Konzept an der Stelle zusammengearbeitet aus Darmstadt, haben Messungen gemacht zu VOC-Konzentrationen, also Volatile Organic Compounds, also leichtflüchtige Kohlenwasserstoffverbindungen, die wir in unseren Gebäuden haben und mussten feststellen, da gibt es einen Grenzwert nach DGNB, den wir um Faktor 10 unterschritten haben in den meisten Räumen oder sagen wir Faktor 5 bis 10.
Ich glaube, dass diese Emissionen sehr viel kritischer sind als Staub. Es gibt ganz viele, die der Überzeugung sind, dass Staub eine Grundlage ist für unterschiedlichste Mikroorganismen, die wir eigentlich brauchen in unserer Umgebung. Also da gibt's, bin ich bei weitem kein Experte, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema Staub. Mhm. Eine weitere Frage, ist die Lehmaußenwand gegen Witterungseinflüsse geschützt, wie etwa Schlagregen, Herr Auer? Also es gibt natürlich diesen Dachüberstand. Es gibt Bremsen, die da eingearbeitet sind. Deswegen gibt es immer diese Streifen in der Fassade, wo über Kalk Bremsen eingearbeitet sind, um den Regen, der an der Fassade runterwäscht, sozusagen, oder die den Lehm auswaschen kann, abzubremsen. Martin Rauch hat da jetzt inzwischen viele Jahre Erfahrung. Man sieht eine gewisse Erosion, die sich dann aber nach 1 bis 2 Jahren einstellt und auch nicht weiter erodiert. Das ist so die Erfahrung. Aber wie gesagt, ich bin kein Lehmbauexperte. Müsste man sich an Lehmtonerde wenden im Vorarlberg. Okay, dankeschön. Nächste Frage, wie wird mit Zugluft im Bürogebäude umgegangen? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Zugluft bei sehr großen Fensteröffnungen ist gar nicht so sehr das Problem, weil es nicht punktuell ist. Natürlich ist es so, wenn es zu stark windig ist, wenn es Zugluft gibt, dann werden die Elemente geschlossen und damit die Zugluft abgestellt. Gibt es in den Solarlux-Gebäuden einen zusätzlichen außenliegenden Sonnenschutz, abgesehen von Dachüberständen? Ja, den gibt es, allerdings keinen außenliegenden. Wir haben innenliegenden Sonnenschutz mehr oder weniger als Blendschutz. Bei uns hier in Melle sind das Rollos, in Holland sind es, soweit ich weiß, Vorhänge. Lässt sich das Lüftungskonzept des Solarlux-Gebäudes an die ENEV-Anforderungen in Deutschland übertragen, die eine Wärmerückgewinnung aus der Lüftung vorschreiben? Timo, kannst du was dazu sagen? Das war tatsächlich bei diesem Projekt auch das ganz, ganz große Problem zu Anfang, weil es, so wie es dort realisiert worden ist, auch nicht der holländischen Bauordnung, Energieeinsparverordnung entsprach. Man kann es halt tatsächlich, so wie es ist, nicht statisch simulieren in der normalen NF-Berechnung. Und das war nämlich genau dann der Punkt, wo Transolar mit ins Spiel kam. Und dann kann Thomas vielleicht noch kurz zu sagen, wie wir es denn nachgewiesen haben, dass wir gleichwertig sind. Ja, halt über Simulation, sagen wir mal. Aber vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt dazu zu sagen. Die NF schreibt uns keine maschinelle Lüftung vor. Die NF sagt nur, dass wenn wir maschinell lüften, dass wir dann eine Wärmerückgewinnung durchführen müssen. Aber wir könnten das Solarlux-Gebäude aus Holland hier bauen. Mit den entsprechenden Nachweisen. Ist ja da kein Widerspruch zur NF. Ja, also in Holland war es halt eben noch ein bisschen anders mit der großen Diskussion über das Thema kontrollierte Lüftung. Oder eine Lüftung vorgeschrieben war, eine kontrollierte. Und rein über die reine Fensterlüftung haben wir relativ lange diskutieren müssen mit mit der ausführenden Gebäudetechnikfirma. Letzten Endes stellt sich aber auch dann raus, dass dann auch tatsächlich auch dort eine reine Fensterlüftung immer noch erlaubt war. Das war im allgemeinen Kenntnisstand tatsächlich etwas untergegangen, weil da sehr viele Bürogebäude einfach mechanisch belüftet werden. Aber wir haben dann im Kleingedruckten der holländischen Energieeinsparverordnung gefunden, dass es dann noch erlaubt ist. Okay. Dankeschön. Nächste Frage. Wie verhält es sich mit Straßenlärm? Ist es in der Umgebung von Solarlux-Gebäuden vergleichsweise ruhig? Ja, es ist vergleichsweise ruhig. Aber auch hier kann man die Schalldämmung der Außenfassade den Gegebenheiten anpassen. Das heißt, in verkehrsreichen Zeiten am Tage wird die Fassade geschlossen oder nur die äußere oder nur die innere Fassade geschlossen. Und wenn es draußen vergleichsweise ruhig ist, also frühmorgens, spätnachmittags, macht man alles auf. Also man kann das der Verkehrssituation anpassen.
Ansonsten muss man natürlich dann, wenn es eine sehr laute Umgebung ist, das Konzept anpassen und dann entsprechend mit Schallschutzgläsern arbeiten. Aber wir wissen, dass wir, sagen wir mal, durch so eine äußere Doppelfassade, selbst wenn sie im geöffneten Zustand, sodass wir eine hinreichende Durchlüftung kriegen im Sommer, immer noch eine Schallreduktion erreichen können von 10 Dezibel. 10 Dezibel klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wenn man jetzt einen Ausschallpegel hat von, sagen wir mal, 70 Dezibel, kriegt man den dann doch runter in einen erträglichen Bereich. Also es ist so der Unterschied zwischen unerträglich und erträglich, sagen wir es mal so, den man dann nochmal weiter reduzieren kann durch die innere Hülle, je nachdem, wie man die innere Hülle öffnet. Wenn man sie natürlich ganz wegmacht, hat sie auch keinen Schallschutz mehr. Aber für die natürliche Lüftung ist ja nicht zwingend erforderlich, dass die innere Hülle komplett weggehen muss. Also ich glaube, dass das schon auch ein gutes Konzept ist, um, sagen wir mal, vor allem an schallbelasteten Stellen, Straßen oder jetzt auch Bahnen, ganz viele Wohnungsbau entsteht entlang Bahntrassen, dass das eigentlich ein probates Mittel ist, um einen erhöhten Schallschutz und nochmal eine Aufenthaltsqualität, wenn man jetzt den Zwischenraum als Balkon zum Beispiel ausbildet, nochmal eine Aufenthaltsqualität herzustellen. Ja, das ist vielleicht kurze Fragen zwischendurch, gerade zu dem Gebäude in Holland. Wie geht man denn mit dem Thema bei Hundstagen um? Der eine reißt die Fenster auf, der andere macht sie zu. Vermutlich haben wir auch viele Großraumflächen. Gibt es da ein Regelwerk oder gibt es da einen Häuptling im Büro, der da durchläuft und jetzt die Fenster zu? Oder wie habt ihr das gemanagt? Letzten Endes muss man sich in einem Großraumbüro natürlich einigen. Aber bei den Hundstagen, wenn es also draußen sehr heiß ist, ist es automatisch so, dass die Fassade, die innere Fassade geschlossen ist. Wir haben eine Gebäudekühlung, eine Bauteilaktivierung durch die das Gebäude gekühlt wird. Also im Schnitt ist es 8 Grad unterhalb der Außentemperatur. Und wenn es eben sehr heiß ist draußen, ist es automatisch so, dass die Elemente geschlossen werden, weil sonst wirkt die Kühlung halt nicht. Gut, da gehen es weiter mit den anderen Fragen. Herr Obermann. Ja, kleinen Moment. Eine Frage, wie stark wurde die Grauenenergie bei der Erstellung der Allgemeinen berücksichtigt? Noch eine weitere Frage, inwieweit können Nutzer in den gezeigten Beispielen den Sonnenschutz und Temperatur in den Räumen kontrollieren? Also vielleicht sage ich was dazu. Der grauen Energie etwas sagen? Timo, willst du was sagen zu grauer Energie? Ich kann was zu sagen zu dem Objekt in den Niederlanden. Klar, wir haben relativ viel graue Energie im Glas verbaut dort, haben aber durchaus auch darauf geachtet, dass wir bei anderen Baukomponenten da besser abschneiden. Das heißt, die Fensterrahmen innen sind beispielsweise Holz. Und wir haben auch mal eine Simulationsrechnung angestellt, eine Vergleichsrechnung von dem ursprünglichen Gebäudetechnikkonzept mit den Abhangdecken, mit der Klimatechnik im Vergleich zu dem, was jetzt alles rausgeflogen ist. Also zum einen sind 800.000 Euro Baukosten rausgeflogen, aber natürlich auch eine ganze Menge technische Komponenten mit Materialien, die halt von der grauen Energie ja unheimlich schlecht abschneiden, die wir einfach jetzt alle gar nicht verbaut haben. Insofern schneidet das Gebäude da aufgrund der geringeren Gebäudetechnik-Komponenten schon wieder sehr gut ab. Mhm. Okay. Vielleicht zu individueller Regelbarkeit noch. Also beide Gebäude haben keine individuelle Regelbarkeit, das muss man mal ganz klar so sagen. Die Erfahrung ist, dass wir auch durch individuelle Regelbarkeit in so offenen Strukturen immer nur Probleme kriegen. Also Diskussionen kriegen, Beschwerderate eigentlich viel größer ist als in so Gebäuden. Wir wissen auch aus der Forschung, und das ist auch inzwischen in die Normung eingeflossen, dass Menschen in natürlich gelüfteten Gebäuden größere Temperaturen und Feuchteschwankungen akzeptieren. Das ist auch europäische Normung. Das heißt, das wurde getestet an Schulkindern in Australien und dann auch in den USA weiter verfolgt, ist sogar in den USA in die Normung eingeflossen. Also was ich raus will, ist, dass wenn Menschen natürlich gelüftete Gebäude betreten, verändert das die Erwartungshaltung und wir sehen eine ganz geringe Beschwerderate oder eigentlich keine Beschwerderate, weil Menschen nicht individuell Einfluss nehmen können in so großflächigen natürlich gelüfteten Gebäuden. Das wird ganz anders, wir kriegen ganz andere Beschwerderaten, wenn sie Einfluss nehmen können. Ja.
Okay, nächste Frage. Mir ist nicht klar, fragt einer der Teilnehmer, wie Sie es schaffen, die Querlüftung des Büros über das Dach mit dem Brandschutz des Treppenhauses in Einklang zu bringen. Wer möchte dazu was sagen? Es ist so, dass diese 900 Quadratmeter Büro, die über zwei Etagen laufen, als ein Brandabschnitt gelten. Das ging in den Niederlanden, dass wir über 400 Quadratmeter gehen konnten. Das heißt, das Gebäude hat im Grunde genommen drei Brandabschnitte. Einmal diesen zweigeschossigen Büroteil mit den 900 Quadratmetern, dann die Ausstellungshalle vorne und unten drunter das Materiallager ist ein separater Brandabschnitt. Und deswegen war das da in Ordnung. Wir brauchten keine Sprinkleranlage in dem Fall. Okay. Die nächste Frage, Professor Auer sprach den Wohnungsbau an mit diesem Konzept. Wohngebäude besitzen allerdings in der Regel nicht diese Offenheit oder innere Foyers zur Nutzung des Lüftungskonzeptes. Das ist natürlich korrekt. Man muss natürlich, also was ich angesprochen habe, ist das Thema dieser Mehrschaligkeit, um im Wohnungsbau zum Beispiel an der Bahnstrecke einen erhöhten Schallschutz oder auch an einer stark befahrenen Straße einen erhöhten Schallschutz herzustellen. Das größte Problem beim Schallschutz haben wir ja auch, vor allem nachts, wenn wir eine natürliche Lüftung herstellen wollen und dann alle Stunde hinzukommt, dann ist das natürlich sehr nervig. Und da kann sowas, können wir eine natürliche Lüftung herstellen, indem wir zum Beispiel die innere Fassade öffnen, die äußere Fassade aber großteils geschlossen halten und über diese Fugenundichtigkeit, die wir haben in dieser äußeren Einfachverglasung, kriegen wir immer noch genügend Luftaustausch hergestellt. Auf was die Frage rausgeht, ist diese Querlüftung über dieses Foyer, die wir bei Solarlux hergestellt haben. Diese Querlüftung ermöglicht natürlich einen sehr hohen Luftwechsel, vor allem im Sommer in so einem Bürogebäude, wenn es darum geht, die ganze Abwärme abzutransportieren, die thermische Masse wieder zu regenerieren durch Nachtauskühlung, brauchen wir natürlich viel höhere Luftwechsel. Da sprechen wir von 3 bis 5 Luftwechsel, die wir da brauchen. Im Vergleich zum Wohnungsbau, wo wir in der Regel hygienisch mit einer halben bis ein Luftwechsel hinkommen. Also diese Querlüftung ermöglicht uns große Luftwechsel, um mit der Abwärme, die wir in Büros haben, zurechtzukommen und auch mit der großen Tiefe, die wir in Büros haben, zurechtzukommen. Diese Anforderungen haben wir so im Wohnungsbau nicht, sodass das im Wohnungsbau sich auch einfacher darstellt. Okay, danke. Eine Frage war, da ging es um den Zusammenhang Glasfassaden und Vögel. Ob wir daran gedacht haben, bei der Konzipierung die Vögel zu schützen, das heißt, dass nicht so viele Vögel in diese Fassaden reinfliegen. Die Aussage dazu war, Lehm und Schwalben vertragen sich zum Beispiel wunderbar. Nester könnten zum Beispiel auch im Zwischenraum entstehen. Also ist das bei der Planung bedacht worden, Timo? Da muss ich ganz ehrlich passen bei der Frage. Ich schließe mich Timo an. Okay, also wir wissen und wir haben auch schon damit gearbeitet als Solarlux in verschiedenen Projekten, in denen wir sogenanntes Bird Glass eingesetzt haben. Das sind Gläser, die eine spezielle, fast für das menschliche Auge unsichtbare Bedruckung haben, die aber für Vögel sichtbar sind, die dann also nicht in diese Scheiben hineinfliegen. Das haben wir allerdings bei uns, das ist eine relativ neue Technologie und das haben wir bei unseren Gebäuden noch nicht umsetzen können. Also insofern müssen wir auch da sagen, konkret bei unseren Projekten nicht geplant worden. Es gibt aber Möglichkeiten, darauf einzugehen. Okay. Haben wir weitere? Ich hätte da eventuell auch noch 2, 3 Sachen, die jetzt mehr in die Zukunft gerichtet sind. Der Thomas Auer sprach vorher von etwas massiven, stärkeren Wänden, zum Beispiel beim Projekt von Alnatura in Darmstadt mit bis zu 70 Zentimeter. A, sind es Holzbauwände oder ist es egal? Holz, Massivbau, hat es durch die Trägheit der Wandaufbauten, ist es zukunftsfähig, so zu bauen? Also ich glaube schon, dass das zukunftsfähig ist. Tatsächlich, sagen wir mal, ist das jetzt bei Alnatura, ist das eine massive Lehmwand? Wir haben dann festgestellt, dass wir haben das gemonitort, auch den Energieaufwand zur Herstellung der Wand. Und an der Stelle müssen wir uns leider Gottes ehrlich machen und haben dann festgestellt, dass dadurch, dass der
Lehm aus Stuttgart 21 Abraum mit Lastwagen angekarrt wurde, haben wir gar keine so gute Bilanz hingekriegt. Wir haben es aber verglichen mit einem anderen Projekt in der Schweiz für Ricola, wo auch eine massive Lehmwand gebaut wurde, wo der Lehm vor Ort gewonnen wurde. Das Lehm durchaus das Potenzial hat, wenn er vor Ort gewonnen wird, sagen wir mal, sehr wenig graue Energie zu haben. Ich glaube, was ich raus will, ist, dass natürlich wir immer so diese Leichtbaudiskussion haben. Leichtbau auch im Sinne von Minimierung von grauer Energie. Es ist aber so, dass viele Leichtbaumaterialien einen extrem hohen Energieeinsatz in der Herstellung haben und dass wir es nicht einfach auf Kilogramm Material reduzieren können und dass diese Trägheit durchaus, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, dass wir nie eine Lösung haben sollten in der Architektur, weil eine Lösung ist ja immer so, hier, so geht's, so funktioniert's und an das glaube ich nicht, das hat es noch nie gegeben, weil wenn es das gäbe, würde es jeder machen, die anderen Leute sind ja nicht blöd, aber ich glaube, dass diese dicken, schweren Wände durchaus ein probates Mittel ist und da kann auch Holz einen guten Beitrag leisten. Wir haben jetzt gerade 6 Gewerbegebauten untersucht und haben ein Buch geschrieben, zusammen mit Hermann Kaufmann von unserem Holzbaulehrstuhl, das vom Detailverlag veröffentlicht wurde, wo man sieht, dass diese Materialien, Holz und Lehm in dem Fall, aber halt massives Bauen, durchaus Klima stabilisieren kann und zu sehr guten Aufenthaltsqualität führen kann. Dass es durchaus ein probates Modell ist, wenn wir Materialien einsetzen, die pro Kilogramm ein geringer Footprint haben. Vielleicht eine gute Überleitung. Es gibt ja so einen Kollegen in Vorarlberg, den Baumschlager Eberle. Dietmar Eberle hat ja 2013 sein Bürogebäude in Lustenau mit 70 cm massiven Wänden gebaut, ohne Heizung, ohne Lüftungsanlage. Und jetzt hat er dieses Jahr ein Wohngebäude realisiert in Dornbirn, in Vorarlberg, auch ohne Heizung, ohne Lüftung. Ich meine, das ist ja so eine Challenge, wo man sagen muss, hier wurde ja ganz klar darauf hingewiesen, wir nutzen die Abwärme des Menschen, die Abwärme der Geräte, die dort drin sind, und versuchen praktisch ein Gebäude so zu temperieren, dass wir damit auskommen, Fenster auf, Fenster zu im Sommer und im Winter Fenster zulassen, ab und zu mal lüften und über die menschliche Aktivität, über Licht Energie einzusparen. Ist sowas auch ein Modell oder ist der Ansatz momentan zu radikal? Also sagen wir mal, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ja und nein. Natürlich ist das erstmal ein Modell. Was wir sehen, wir haben das Gebäude von Baumschlager Eberle, für das ich eben wahnsinnig dankbar bin, dass er das gemacht hat, dass er das in der Radikalität durchgezogen hat. Was ganz wichtig ist, weil man jetzt dastehen kann und sagen, ja, es geht doch. Man sieht, was alles machbar ist. Wir haben es aber nachgerechnet und sagen, wir kommen zum Punkt, wo wir sehen, dass wir Lüftung und Heizung, Raumtemperatur und Luftqualität nicht mehr unabhängig voneinander regeln können. Das kann jemand wie Baumschlager Eberle für ein Gebäude, das sie selber bewohnen oder benutzen, kann das für sich entscheiden. Das ist auch völlig in Ordnung, weil sie haben auch auf Schadstoffarmheit geachtet, sie haben nur natürliche Materialien etc. etc. Und dann funktioniert das auch und ist auch also durchaus zulässig. Es entspricht aber nicht den Regeln der Technik. Wir können für einen Dritten nicht so bauen. Wir können für uns selbst so bauen, aber nicht für einen Dritten. Von dem her bin ich jetzt gespannt tatsächlich auf diesen Wohnungsbau, wie da die Reaktionen dann sein werden. Ich meine, aber nichtsdestotrotz, der Ansatz ist durchaus legitim und ist Grundlage für dessen, was wir da bei Alnatura gemacht haben. Ich meine, in Basel entsteht ja auch gerade ein Projekt von Degelo, das den gleichen Ansatz im Wohnungsbau hat, auch auf Heizung verzichtet. Das sind, glaube ich, 33 Wohnungen, glaube ich, in der Nähe vom Bahnhofsquartier, wo auch dieser Ansatz gefahren wird, ohne Heizung zu bauen. Ich stelle mir das schwer vor, Herbert, wie sehen Sie so ein Thema als Architekt? Weil wir verbrauchen ja letztendlich auch Quadratmeter. Nicht wenige Quadratmeter, die kosten ja auch richtig Geld. Ist sowas wirtschaftlich und ökonomisch? Es gibt ja grundsätzlich zwei Ansätze dabei. Immer das Thema, man baut möglichst dünn und versucht halt eben dann die Energie oder die quasi thermische Masse über Wasser da reinzubringen. Das Ganze als Fußbodenheizung oder halt eben, Sekunde, muss mal ganz kurz, ich bin noch kurz aus dem Bild. So. Sorry. Alles gut.
Schwierigkeit ist eigentlich immer ein gewisses, man kann sehr, sehr viel über, über so ein Gebäudekonzept schon realisieren. Aber es gibt immer noch die persönlichen Anforderungen von einzelnen Nutzern, die dann vielleicht 2-3 Grad mehr Temperatur haben möchten als andere. Also eine gewisse Anpassbarkeit braucht man dann schon noch dabei, denke ich. Was ist Thomas' Erfahrung dabei? Ja, also ich würde dem schon zustimmen. Ich sehe das im Wohnungsbau auch kritisch. Also was natürlich so ist, dass wenn wir eine Hülle immer besser bauen, den Energieverbrauch oder den Wärmeverlust der Hülle immer weiter reduzieren, dann reduziert sich automatisch natürlich auch die Anforderungen an die Heizung, an das technische System. Dann kann es nicht sein, dass wir gleichzeitig den Aufwand immer weiter nach oben treiben. Also was ich mir gut vorstellen kann, was wir auch schon im Wettbewerben empfohlen haben, ist, dass wir sagen, wieso kombinieren wir das nicht wieder mit dem Holzofen, aber ausschließlich mit dem Holzofen, nicht so als Luxusholzofen, sondern ne, der Holzofen, der dann tatsächlich die Räume beheizt. Sowas ist denkbar, aber ich würde dem Nutzer schon im Wohnungsbau, glaube ich, viel kritischer noch eine Möglichkeit geben, der Einflussnahme als im Bürobau. Kann man da über Siedlungskonzepte sprechen, wenn wir sagen, wir reden ja momentan, sage ich mal, von neuen Strukturen, wir reden von Smart City und so weiter und so fort. Sind diese Ansätze, die wir das, was wir gerade diskutiert haben, sage ich mal so Alnaturas und solche Innovationsgebäude wie Solarlux, finden solche Gebäude sich wieder bei dem Konzept von Smart City? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Gegenteil. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei Alnatura bis heute wieder Probleme mit der Gebäuderegelung. Wir sehen einfach so viele Probleme immer bei der Gebäuderegelung, bei der Messsteuerregelungstechnik, dass ich immer nicht weiß, wieso jetzt, wenn wir es nicht schaffen, einzelne Gebäude vernünftig geregelt zu kriegen, wieso jetzt die Hersteller ganze Städte regeln wollen. Also ich sehe da Potenzial drin, durchaus, in diesem ganzen Smart-Thema, Smart Home, Smart Building, Smart City. Aber ich glaube auch, dass dieses Potenzial deutlich überschätzt wird. Es wird nicht die Welt retten. Es wird aber gewisse Dinge angenehmer machen können, durchaus. Also wie gesagt, ich brauche keinen Kühlschrank, der mir mein Bier bestellt, wenn es leer ist. Und ich finde auch, ein Lichtschalter hat sich eigentlich super bewährt. Ich will nicht in ein Hotel kommen und erstmal ein Manual lesen müssen, wie ich die Lichter auskriege. Weil sie sind ja immer schon an. Man kriegt sie ja nicht mehr aus. Also ja, man muss sich genau überlegen, an welcher Stelle es dem Menschen nutzt. Herr Oppermann, da sind noch ein paar Fragen reingeflattert. Ja. Eine Frage, sind in den Gebäuden verschiedene Nutzer eingemietet? Bei Solarlux-Gebäuden vermutlich nicht. Das kann ich bestätigen. Ja, wir nutzen sie ausschließlich. Aber wie sieht es bei anderen Gebäuden aus? Gibt es Erfahrungen mit Flexibilität der Nutzereinheiten und Umgang der Gebäudetechnik-Schnittstellen? Meine Erfahrung ist, dass dabei meistens eine starke Trennung von Primärstruktur und Gebäudetechnik angestrebt wird. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Gibt es Erfahrungen, Herr Auer, Timo? Ja, also sagen wir mal, ich glaube, wir haben etliche Gebäude gebaut im Laufe der letzten 20 Jahre mit so adaptiven Fassaden, mit Doppelfassaden etc., die wo große Teile vermietet sind oder ganze Gebäude vermietet sind. Es ist natürlich immer eine Diskussion, rein passiv. Viele Entwickler haben Sorge mit so sehr Low-Tech-Ansätzen. Und es gibt dann trotzdem noch irgendwie Backups oder zumindest die Möglichkeit, dass was nachrüstbar ist. Also man versucht es dann dem zu begegnen, indem man quasi eine gewisse Flexibilität in der Nachrüstung herstellt. Okay. Danke. Eine weitere Frage haben wir. Wie können solche Low-Tech-Ansätze im öffentlichen Bauen, wo alle sich an DIN-Normen klammern, Einfluss finden? Also vielleicht sage ich mal, also wir haben noch keine DIN-Norm gefunden, die uns an der Stelle einschränkt. Die DIN-Normen sagen nur, dass wir gewisse Dinge sicherstellen müssen. Die sagen nicht, keine Norm in Deutschland, also zumindest fällt mir jetzt mal spontan keine ein, ist wirklich vorschreibend, dass sie uns sagt, wir müssen das mit Technik lösen. Nee, das ist auch meine Erfahrung. Sage ich eher immer so ein bisschen das Thema, dass dieses integrierte Denken von Gebäude, Gebäudehülle, Konstruktion und Gebäudetechnik, dass das im Planungsablauf häufig einfach nicht
nicht früh genug gemacht wird. Und das ist da dann herkommt, dass man versucht, das Ganze eher aufeinander aufzusatteln, als dass man das gemeinschaftlich denkt. Aber genormt ist es meines Wissens also auch nicht, dass man das machen müsste. Okay, danke. Ein Teilnehmer fragt an Thomas Auer, inwiefern entspricht ein heizungsloses Gebäude nicht den anerkannten Regeln der Technik, weil der Nutzer die Temperatur nicht beeinflussen kann? Fragezeichen? Nee, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ich weiß gar nicht, ob an der Stelle uns irgendeine Norm was vorschreibt. Auf was ich raus wollte, ist jetzt zum Beispiel bei dem Gebäude von Baumschlager Eberle in Vorarlberg, dass über CO2 die Luftqualität geregelt wird, aber nur dann, wenn eine gewisse Temperatur nicht unterschritten ist. Und wir wissen, dass wenn wir jetzt die Räume sehr dicht belegen und dadurch einen erhöhten Luftaustausch erfordern würden, dass diese Wärme nicht mehr über Licht und Computer gedeckt werden kann. Dann stimmt die Wärmebilanz nicht mehr. Und das entspricht nicht den Regeln der Technik. Wir müssen in der Lage sein, in unserem Gebäude, dass bei einer Belegung, die auftreten kann, also keine unvernünftige Belegung, keine, was weiß ich, was für eine Party, aber bei einer von normalen Belegung, bei einer dichten Belegung müssen wir in der Lage sein, eine gewisse Luftqualität sicherzustellen und gleichzeitig die Temperatur sicherzustellen. Und das ist bei dem Baumschlager-Eberle-Ansatz nicht mehr gegeben. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er das für sich selber oder Baumschlager-Eberle das für sich selber so entscheiden und damit auch gut klarkommen, ganz bestimmt. Aber wir müssten da, glaube ich, Bauherren schon sicherstellen, dass sie die Einschränkungen sehr gut verstanden haben, um da rechtssicher zu sein. Und wir sind die Letzten, die da an der Stelle nie mutig sind. Aber okay, gut, prima, vielen Dank. Ich sehe, wir haben im Moment keine weiteren Fragen, ist das richtig? Ja keine weiteren Fragen. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich natürlich gerne an uns. Ja. Es gibt noch eine Frage, die da reingeflutscht ist, und zwar mit der Lehmmassivwand, mit dem Rückbaupotenzial. Also wie sieht es aus mit dem Rückbau von einer Lehmmassivwand im Verhältnis zu dem, wenn die Wand aus Schaumglas gedämmt wäre? Gibt es eine spätere Trennung der Materialien? Wie sieht sowas aus? Ich glaube, das ist eine Frage an Herrn Auer. Ja. Also ich glaube, das lässt sich relativ leicht beantworten. Also erstmal, die Fassade ist ja im Kern mit Schaumglas gedämmt. Und wenn ich da mit einem starken Wasserstrahl, wenn ein Feuerwehrauto kommt, mit dem Wasserstrahl da drauf fällt, dann geht der Lehm wieder in die Erde und das Schaumglas kann man rausnehmen. Bleibt übrig, genau. Also das lässt sich relativ leicht wieder trennen. Das ist also so eine Lehmwand, ist tatsächlich mehr Cradle to Cradle, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ist auch gut. Ja. Gutes Thema. Ja, Fragen sind am Ende. Gibt es noch Fragen von den Kollegen untereinander? Nö. Okay, super. Timo hat mir alle Fragen beantwortet heute. Sehr schön. Thomas auch, danke. Wunderbar, da gibt es eigentlich nur noch Danke an alle Zuhörer. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich in die Mittagspause, oder die einen haben vielleicht nebenbei beim Zuschauen schon ihr Süppchen oder ihre Nudeln gegessen oder ihr Sandwich. Und wir freuen uns. Im neuen Jahr gibt es wieder Webinare von Solarlux und mit spannenden Themen. Es würde uns freuen, wenn ihr wieder alle mit dabei seid. Euch dreien wünsche ich jetzt eine schöne, besinnliche, angenehme Zeit, wenn es soweit ist. Und da, wo Schnee ist, genießt es, solange er liegt. Wer weiß, ob es morgen schon wieder weg ist. Also, ja. Vielen Dank an alle. Für die sehr gute Organisation. Ja, danke für die Zeit. Auf bald. Ciao. Funktioniert hier. Danke. Ciao. Alles Gute.